Wir sitzen hier nochmal mit Marc Brodesser, unserem Fahrtechnik-Coach, und wollen uns noch ein bisschen unterhalten über das Thema Bergab mit Tempo. Was muss ich machen, worauf muss ich achten, wenn ich mit meinem E-Bike jetzt beispielsweise eine Abfahrt fahre, die ich vorher, wo ich den Berg vorher nie hochgekommen bin. Ne? Das geht uns ja oft so, dass der Motor uns hoch hinausbringt, aber wie komme ich eigentlich wieder runter, Marc? Also worauf muss ich aufpassen, wenn ich dann wieder mich in die Abfahrt stürze und jetzt aber mit einem E-Bike unterwegs bin, statt mit einem herkömmlichen Rad? Ich denke, es ist eine Mischung aus dem Mentalen und dem Fahrtechnischen. Es sollte auf jeden Fall so sein, wenn man auf dem Arbeitsweg Strecken hat oder auf Radtouren, wo man weiß, es geht auch immer wieder mit relativ starkem Gefälle bergab, dass man das bewusst, das Fundament, was man dazu braucht, trainieren sollte. Also zum Beispiel, man braucht unbedingt ein gutes Bremsen, man braucht eine reaktionsbereite Position im Fahrrad. Einige Aspekte, die halt da sein sollten, kommen jetzt ganz genau zum Tragen. Und dann ist natürlich das Mentale, dass es oft ungewohnt ist. Ja. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, vorher bin ich Radtouren im Münsterland gefahren und hat jetzt ein E-Bike und fährt durch Sauerland und auf einmal geht's Karacho eine Straße oder einen Radweg runter, dann ist das vom Mentalen, von der Angst und dem Respekt, ist man uns nicht gewohnt. Aber auch die Augen-Gehirn-Verbindung ist nicht gewohnt, die Reize, die dann kommen, so schnell zu verarbeiten. Okay, du sagst aber auch, wenn man es nicht gewohnt ist, impliziert das ja auch auf der anderen Seite, dass es halt eine Trainingssache ist. So, also man sollte das doch schon gezielt dann ein bisschen üben können, denke ich. Also das auch bergabfahren sollte man üben nach Möglichkeit. Ja. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für die Kurven. Ja. Wenn man jetzt, man schaut sich Tour de France Abfahrten an, wie die da durch die Serpentinen fahren. Da gehört natürlich auch so ein bisschen das technische Handwerkszeug dann dazu. Ja, also im Prinzip alles, was jetzt mit der Kontrolle und den Bremsen und den wichtigen Sicherheitsfeatures zu tun hat, die man eigentlich drauf haben sollte. Ne? Man kann auf jeden Fall, wenn man sich die Unfallursachen anguckt, ganz klar sagen, Bergab ist alles verstärkt. Das heißt, wenn man eine hohe Geschwindigkeit hat und man macht einen Fehler, sind die Konsequenzen höher. Ja. Wenn ein anderer Faktor, externer Faktor vor das Rad springt, sind die Konsequenzen höher. Das heißt, man muss doppelt aufmerksam sein. Und die Frage ist natürlich auch, was will man eigentlich? Also es gibt natürlich Leute, die fahren dann mit dem E-Bike und haben richtig Spaß daran, weil es macht Spaß, schnell den Berg runterzufahren. Mhm. Denen fehlt aber noch das Handwerkszeug. Da ist dann noch in der Fahrtechnik sind noch die Baustellen. Es sind aber auch Leute, die sagen, ich würde gerne schneller den Berg runterfahren, aber ich habe so eine Angst, dass mir was passiert, dass ich nur in den Bremsen hänge. Und beim E-Bike mit den 25 Kilo, ich mache einen Urlaub, Via Claudia fahre ich in Alpen, eigentlich einfache Strecke, aber mir glühen immer die Bremsen durch. Ja? Mhm. Und da muss man sich langsam daran tasten. Meine Empfehlung ist immer, Schritt für Schritt das Tempo steigern, um, wie gesagt, der Augen-Gehirn-Verbindung die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, dass alles jetzt ein bisschen schneller geht. Wichtig ist natürlich auch, auf die Sicherheitsabstände in der Gruppe zu achten. E-Biker sind gerne auch in Gruppen unterwegs auf Touren und ich sehe ganz häufig, dass die Sicherheitsabstände nicht gewahrt sind. Ja. Und wenn dann einer bremsen muss oder irgendwas passiert, ist es auf jeden Fall sehr gefährlich. Und dann sollte man auch trainieren, mal schneller auf einer Asphaltstrecke runterzufahren. Das kann man dann langsam steigern. Dann auch immer zu gucken, wie reagiert die Bremse eigentlich, wenn ich schon ein relativ hohes Tempo habe. Mhm. Gerne dann auch mal auf einem sehr befestigten Schotterweg das Gleiche machen. Ja. Also sich langsam dann rantasten, um die Komfortzone zu erweitern und somit so Paniksituationen, die man halt kriegt, wenn man was macht, was man gar nicht gewohnt ist und man kommt in die Stresszone und packt vielleicht unkontrolliert in die Bremse, das zu vermeiden. So, und wie du sagst, das potenziert sich halt alles so auf einer Abfahrt durch die hohen Geschwindigkeiten. Das schwere Rad, was ist das Problem? Gibt es Probleme, dass das Rad schwerer ist oder ist es halt auch so allgemeingültig, dass man sagen kann, eigentlich macht das größere Gewicht keine große Rolle, weil die Bremsen gut genug sind oder die Bremsen sind eigentlich der entscheidende Faktor? Was denkst du? Es ist beim E-Bike natürlich so, dass man das Systemgewicht beachten muss. Das heißt, es sind auch viele Leute ohne großen Trainingsstand, die aufs E-Bike gehen und dann in Gegenden fahren, wo es sehr hügelig und bergig ist. Ja. Und da ist dann auch mal schnell das Systemgewicht sehr hoch. Und wenn man dann bergab rollt, das geht wirklich doch nochmal rasant schneller. Also ich merke, dass wenn ich mit meiner Frau fahre und wir haben das gleiche Fahrrad, wenn ich rolle und sie rollt, ich bin immer direkt weg, weil ich etwas schwerer bin. Ja, Systemgewicht heißt das Gewicht vom Fahrrad, das Gewicht vom Fahrer und gegebenenfalls noch das Gepäck in Summe. Das ist ja dann bei einem schwereren Fahrer, ist das Systemgewicht natürlich ungleich höher, auch wenn das Rad das gleiche ist. Ne? Ja. Wichtig ist, wenn man in eine Abfahrt geht, der typische Fehler wäre, man bleibt einfach normal sitzen,
Arme gerade, ein Pedal ist ganz unten, sieht man andauernd, wenn man auf dem Radweg geht mit Gefälle. Ideal wäre es, sich erstmal hinzustellen, in eine ganz entspannte stehende Haltung, um dann reaktionsbereit zu sein. Wenn jetzt eine starke Bremsung sein muss, kann man sein Körpergewicht sofort verlagern, ohne dass man noch ein Zusatztiming hat, dass man erstmal aufstehen muss oder am Sattel hängen bleibt. Dann ist es wirklich wichtig, weit vorauszuschauen. Viele gucken direkt aufs Vorderrad. Das sollte man auch vermeiden. Weit vorausschauen und stets reaktionsbereit sein. Wenn man jetzt natürlich merkt, man ist nicht allein, man fährt auf Straßen, sollte man auch immer wieder das Tempo anpassen, reduzieren, weil man, wie gesagt, auch kein Wettrennen fährt. Ja, genau. Also bergab gilt das genauso. Ja, also man muss ja nicht unbedingt Erster im Tal sein, sondern Sicherheit geht immer vor. Und wenn ihr Kurven zum Beispiel nicht einsehen könnt oder mit Gegenverkehr rechnen müsst, dann fahrt lieber mal ein bisschen langsamer. Und wenn du sagst, vorausschauend fahren, macht nicht den Fehler und guckt die ganze Zeit auf euren Fahrradcomputer, weil ihr jetzt so schnell fahrt wie noch nie. Ja? Also immer schön die Augen auf der Straße haben und den Punkt anfixieren, den ihr ansteuern wollt in der Kurve. Ja. Beim Thema schnelle oder lange Abfahrten mit dem E-Bike noch ein Punkt, der sehr wichtig ist, bezogen auf die Bremsen. Weil wir haben sehr gute Scheibenbremsen, aber weil das Systemgewicht relativ hoch ist, kann es passieren, dass wenn man länger ein dauerschleifendes Bremsen hat, dass die Bremse heiß läuft. Und dann kann es sogar auch passieren, dass die Bremsleistung wirklich deutlich nachlässt. Das nennt man Fading. Und das passiert viel schneller, als man denkt. Das heißt, wenn man eine wirklich lange Abfahrt hat, kann man ruhig immer mal wieder die Bremse öffnen und dann wieder bremsen. Aber dann mal wieder öffnen. Das, was man normalerweise nicht machen soll, dieses auf, zu, weil man normalerweise dosiert schleifen lässt, sollte man bei diesen ganz langen Abfahrten bewusst einsetzen, um ein Überhitzen der Bremse zu vermeiden. Ein Tipp, den wir vielleicht in anderen Themen auch mal schon so ein bisschen hatten, wenn man wirklich in der Gegend wohnt oder gerne in der Gegend Urlaub macht mit dem E-Bike, wo es sehr hügelig ist, viele steile Auffahrten, Abfahrten gibt, dann kann ich eine Vario-Stütze, das heißt eine vom Lenker versenkbare Sattelstütze, die gibt es auch in der gefederten oder ungefederten Version, sehr empfehlen. Und wenn man weiß, jetzt geht es steil bergab und schnell ruhig den Sattel kurz absenken, weil dieser zusätzliche Bewegungsspielraum im Schritt gibt einem nochmal ein großes Plus an Sicherheit. Wenn man schon merkt, der Sattel ist die ganze Zeit schon im Schritt und eine Bremsung und man spürt direkt, wie der Sattel einen nach vorne drücken will, dann ist das deutlich gefährlicher und Vario-Stützen sind auf jeden Fall eine Hilfe. Also ihr hört, Vario-Stützen nachrüsten ist immer ein großer Geheimtipp, der inzwischen gar nicht mehr so geheim ist. Man kennt es ja vom MTB auch, also mehr Beinfreiheit, bessere Kontrolle über das Rad, was unter einem ist. Und ja, so viel von unseren Top-Tipps fürs E-Bike-Fahren bergab. Kann man natürlich auch wie immer übertragen auf alle Räder, auf alle Bergabfahrten. Und da hoffen wir mal, dass ihr mit diesen hilfreichen Tipps und Tricks auch eure Berge alle sicher runterkommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao. Ciao.